Ihr Lieben, hier ist Claudius Fabich, mal wieder zu Gast auf dem Satire-Kanal von Robert Götz Matuszewski. Ich habe gerade eben schon ein Video aufgenommen, was genau diese Thematik beinhaltete. Und beim Lesen, beim Vortragen habe ich gemerkt, na, das mache ich jetzt lieber nicht auf YouTube, das werde ich auf YouTube veröffentlichen. Da habe ich nämlich aus meinem Buch Botschaft für Deutsche, erschienen 2014, dritte Auflage dann 2021 aktualisiert, das Kapitel Nachrichten vorgetragen. Ich weiß, viele fragen jetzt immer nach meinem neuen Buch, Du bist Schöpfer, gut 460 Seiten. Daraus lese ich aber heute nicht. Meine Bücher gibt es auf meiner Homepage unter claudiusfabich.de, den Link hänge ich hier runter, nicht mehr bei Amazon. Ich habe mich tatsächlich überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe jetzt einfach mal hier das zweite Video gestartet. Das erste, wie gesagt, sende ich auf YouTube, da geht es um Nachrichten. Ich blätter jetzt mal durch und ihr denkt jetzt mal irgendein Wort und dann stoppe ich. Möglich ist ein sehr, sehr langes Kapitel, das werde ich jetzt nicht vorlesen, aber vielleicht ein ganz kurzes für euch. Liebe. Liebe ist doch schön. Was man nicht liebt, kann man nicht machen. Johann Wolfgang von Goethe. Das L in dem Wort Erfolg könnte für Liebe stehen. Die Dinge, die wir mit Liebe angehen, werden von Erfolg gekrönt sein. Kaum ein Wort hat so viele verschiedene Bedeutungen wie das Wort Liebe. So inflationär wird bestenfalls der Begriff ehrlich eingesetzt. Ich liebe dich. Einer der kürzesten und ausdrucksstärksten Sätze. Allerdings definiert jeder Mensch Liebe anders. Liebe heißt geben, bedingungslos. Wer von Herzen liebt, liebt frei und unkontrolliert. Liebe hat nichts mit Besitz zu tun. Auch wenn viele Partnerschaften zu Eigentumsgemeinschaften verkommen sind. Wer wirklich liebt, erkennt, dass er nicht besitzt. Er liebt. Liebe heißt geben und loslassen. Wer den geliebten Menschen loslässt, nicht festhält und ihm die Freiheit gibt, die wahre Liebe bedingt, der zeigt sich des Wertes der Liebe würdig. Liebesbriefe sind sehr entlarvend. Wenn Sie dort lesen, ich liebe dich, mit aller Leidenschaft, passen Sie auf. In dem Wort Leidenschaft steckt Leiden. Wer wünscht sich schon einen Partner, der einem Leiden verursacht? Steht in dem Liebesbrief allerdings, ich kann ohne dich nicht leben, ich brauche dich etc., dann könnte es sein, dass es mehr um den Schreibenden als um den Empfangenen geht. Es gibt Partnerliebe, familiäre Liebe, Nächstenliebe, Gottesliebe, Ideenliebe und Selbstliebe. Erinnern Sie sich noch an Aladdin und die Wunderlampe? Einmal an der Lampe gerieben und der Geist erschien, um Wünsche zu erfüllen. Dabei waren es nur drei Wünsche, die der Geist dem jeweiligen Besitzer erfüllen konnte. Wie schön wäre es im wirklichen Leben, wenn einem so ein guter Geist dienlich wäre. Zumindest hin und wieder, wenigstens dreimal im Leben. Dabei gibt es jedoch einen Haken. Die Wünsche, die man sich spontan erfüllt, könnten einem ein paar Jahre später aus einer anderen Lebensperspektive betrachtet als pure Verschwendung vorkommen. Der neue Luxuswagen ist in 10 Jahren weder neu noch luxuriös, das Haus bald zu klein oder renovierungsbedürftig und der Traumpartner vielleicht inzwischen ein Albtraum. Dabei haben wir alle einen guten Geist, der uns scheinbar unmögliche Wünsche ermöglicht. Er ist immer bei uns. Man kann ihn jederzeit rufen. Um von ihm gehört zu werden, bedarf es einer Voraussetzung, einer Bedingung, der Liebe. Wichtig dabei ist Ihr Glaube an sich selbst und die eigenen Fähigkeiten. Wenn Sie an sich und an Ihre Wünsche glauben, dann kann der Geist Ihre Wünsche erfüllen. Der Geist ist in jedem von uns. Es ist die Liebe und der Glaube an uns selbst. Ohne Eigenliebe wird uns auch kein anderer lieben. Ohne ein klares Ziel unserer Wünsche gibt es keine Zielerreichung. Sie haben jederzeit die Macht, alles Mögliche zu tun. Denn alles, was denkbar ist, ist auch möglich. Da möglich von mögen kommt, sind nur die Dinge möglich, die wir mögen können oder wollen. Wenn ich es für unmöglich halte, einen Partner zu finden, der mich liebt, dann hilft mir nur die Frage, ob ich mich selbst so liebe, dass dies auch ein anderer tun möchte. Wichtig bei aller Selbstliebe ist die Fähigkeit zur Selbstkritik. Selbstkritik hat etwas mit Wahrheit zu tun und Wahrheit tut vielen Menschen nicht gut. Siehe auch das Kapitel Wahrheit. Sie täte ihnen gut, weil Wahrheit manchmal schmerzliche Veränderungen zur Folge haben kann. Aber weil Veränderungen oft schmerzlich sind, scheuen sich viele vor Veränderungen. Sie sind Kettenraucher oder kennen einen,
Wie fühlen Sie sich, wenn davon die Rede ist, dass das maßlose Rauchen mit Selbstzerstörung zu tun hat? Fühlen Sie sich als Raucher gut und können Sie zustimmen oder stört es Sie? Warum? Jeder Raucher weiß, dass übermäßiges Rauchen den Körper zerstört. Sich dieser Wahrheit zu stellen und aufzuhören, dazu fehlt vielen der Mut oder die Kraft. Dabei ist dies möglich, vorausgesetzt, wir lieben den Gedanken, nicht mehr zu rauchen. Beginnen wir behutsam. Wir fangen damit an, uns selbst wieder von Herzen zu lieben. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir unseren geliebten Körper nicht länger mit Kettenrauchen, Junkfood oder Sportabstinenz vergewaltigen. Dann geben wir unserem geliebten Körper, unserer größten Liebe, uns selbst das, was wir am meisten brauchen, Liebe und Zuneigung. Auch aus Liebe zu einem anderen Menschen können wir mit dem Rauchen aufhören und gesünder leben. Man muss sich keiner Religion zugehörig fühlen, um die Bedeutung dieser Worte zu verstehen und zu begreifen, dass unser Körper göttlich behandelt werden will. Um Göttliches zu leisten, dafür bedarf es der bedingungslosen Selbstachtung und Selbstliebe. Dann klappt es auch mit der Nächstenliebe. Nächstenliebe hat nichts mit Religion oder Kirche zu tun. Dieses Wort wird zwar gerne von Religionen in Beschlag genommen, es gehört aber allen und ist für jeden von uns von unschätzbarem Wert. Schon der Klang des Wortes berührt viele positiv. Frage: Wer ist der wichtigste Mensch auf der Welt für Sie? Wen lieben Sie? Ein kleiner Auszug aus gut 80 Kapiteln aus meinem Buch Botschaft für Deutsche. Erschien 2014, dritte Auflage 2021. Und ich kann euch fest versprechen, ihr werdet viel, viel, viel Freude mit dem Buch haben. Ich selbst habe es geschrieben, aber ich selber schlage immer wieder nach. Es gibt tatsächlich regelmäßig Augenblicke, wo ich denke, Moment mal, was hast du denn zu Freundschaft geschrieben, wenn da mal wieder so ein falscher Freund in meinem Leben war? Dann schlage ich nach. Oder auch zum Thema Dankbarkeit. Also auch für mich ist das ein Nachschlagewerk und ich freue mich, wenn ihr es lest. Ich hänge den Link mal hier runter zu meiner Homepage. Und jetzt stehe ich auf und mache aus und wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Danke fürs Zuhören. Das war jetzt mal was anderes, oder? Tschüss, ihr Lieben. Die Fernbedienung fehlt auch hier.